Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von der Nordfriesischen Marsch Team Chaos Deluxe Projekt mit der Asa, dem Toledo, dem Paul, dem Micha, dem Manni, dem Holger, dem Flo und dem noch anwesenden Mike. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Mike, hast du einfach schon mal neu gestartet? Vielleicht den Rechner? Hilft das? Habe ich vorhin gemacht. Okay, aber kein Erfolg. So, also Internet ist bei mir da, aber Teamspeak und LS nicht. Da fliege ich die ganze Zeit. Sehr komisch. Frag mich bitte nicht. Hier, ich habe den wunderschönen Seedrunner jetzt hier mal hingestellt, liebe Leute. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang hätte ich was gesagt. Was soll ich tun? Wodka. Ah ne, Wodka ist böse. Ja, da kauft er das Feld, was du Korn vorgeschlagen hast. Ja, ne, ich wollte hier, also... Was ist denn auf dem Feld drauf? Fangen wir mal so an. Weiß ich nicht. Habe ich ehrlich gesagt nicht mal... Da ist Raps drauf. Ich sehe es auch gerade. Habe ich den Raps deaktiviert? Warte. Also mir zeigt die Karte an, wer Raps drauf. Ja, mir zeigt die Karte gerade tatsächlich gar nichts an. Für die Zuschauer ganz kurz zur Erklärung. Nee, da ist gar nichts drauf. Was? Da ist nichts drauf. Feld 34 dann ist... Dann abgehandelt. Bei mir ja, wird Raps angezeigt. Ja, nee, ist einfach gehört Heiko Jansen. 0% gedüngt und nothing ist geflügt. Mann zu sehen. Yep. Aber im Mai können wir nichts mehr ansehen, oder? Im Doch, Mai Hirse. Können wir ansehen. Pappelgras, Ölrettich. Hallo, was? Nee, nein. Entschuldigung. Mais, Sojabohnen, Hirse. Sorghum, Hirse und normale Hirse. So rum muss man sogar noch sagen. Ist ja wunderbar. Aber es ist halt schon 18 Uhr, ne? Gibt es noch eine alternative Uhr, die du dir ausgeblickt hast, die vielleicht schon bewachsen ist? Nee, ehrliche Antwort, nein. Habe ich nicht, weil ich natürlich geguckt habe, nicht zu viel Geld auszugeben. Guckt gerne mal, ob ihr was Alternatives findet. Die 69 könnte man noch nehmen. Wobei die schon 425 kostet, ne, statt 370. Was stellst du dir denn vor, maximal? Um die 400. Mehr hätte ich ungern gerade ausgegeben. Okay, na, schauen wir mal. Also ich bin da ehrlich gesagt offen. Ich wollte halt nur die Aufteilung irgendwie so machen, dass wir das Gentleman Agreement hier hinbekommen. Mit dem Kuhstall und halt ein bisschen Fläche. Was man machen könnte, wäre die 35, die ist da ja ganz in der Nähe, die kostet 480.000, das ist ein bisschen teurer dafür als die 69. Ich glaube, die 69 ist tatsächlich... Aber auch für uns kacke, weil da wachsen Kartoffeln. Wir haben noch keine Kartoffelgeschenk. Ah, scheiße, ja, du hast recht. Ja... Was wächst auf der 32? Irgendwas Blödes? Baumwolle. Ja, die 32 ist auch raus. Bitte, da müssen wir wirklich ein paar Euro mehr investieren. Nein, die 32 ist keine Baumwolle, die 32 ist Hirse. Das ist Hirse? Das ist Hirse. Das ist kein Weiß, das ist Creme, das ist Hirse. Boah, ich hätte das jetzt auch als Weiß abgetan, muss ich gestehen. Ja, dann könnte man sich das angucken. Dann machen wir das, oder? Wie sind die Preise von dieser Hirse? Lohnt sich's? Warte, das muss ich kurz gucken. Maximal 939 Euro pro 1000 Liter. Und wenn du jetzt noch weißt, wie viel das im Verhältnis zu anderen Früchten bringt, dann wärst du der Pro. Yes, baby. Weil nur mit dem Verkaufspreis bringt dir das gar nichts. Bringt dir das im Feuchten. Weil wenn da nur 10% von dem rumkommen, was sonst bei Weizen rumkommen würde, würdest du ja sogar Verlust fahren. Ja, das stimmt. Also ich habe mir sagen lassen, Hirse bringt sogar relativ viel. Ich kann ja mal nachgucken. Sind wir ehrlich, um es abzuernten, zu verkaufen und daraus zu lernen, ob es sich rentiert oder nicht, immer noch gut genug, oder? Wollen wir auf dein Wort glauben? Weiß ich nicht, aber Frage ganz kurz, bis wir das... Bis... Wow. Der hat Allradlenkung, das wusste ich gar nicht. Finde ich ja geil. Ach, ich bin im Lindtrakt, siehst du? Okay, doch, wusste ich. Wenn man jetzt noch wüsste, was hier so auf Englisch ist. Was ist mit der 35? Sonnenblumen 480? Machen wir halt das. Könnte das Triticale sein?
Nein, Tritikale ist eine eigene Frucht. Tritikale. Was wäre denn mit? Vor einer Stunde hätte ich dir sagen können, Zulöder, aber jetzt nicht mehr. Millet wäre möglich. Ja, Millet ist es. Millet ist es. Okay, dann haben wir Harvest. Ganz, Liter ganz per Square Meters. Ach, wir haben 0,4. Also Tritikale ist schon, bringt schon mal wesentlich mehr. 0,4 ist es bei diesem Millet. Und jetzt im Vergleich zu Weizen. Weizen wäre 0,7. Das heißt, Weizen würde auch schon mehr rumkommen. Ja, und Weizen ist auch gar nicht so günstig, ne? Hm. Wenn man sich das an... Naja, 707 ist maximal. Bei der hier, bei dem Mittel, sind wir bei 939. Ja, das geldtechnisch dürfte es ungefähr gleich rausgehen. Ja. Haben wir noch einen Ballensammler, ganz kurz, den ich benutzen soll, um irgendwie Ballen wegzukriegen? Wir wollten ja die Mission... Oh, shit. Um 60 müsste noch einer. Steht da auch ein Ballensammler? Nein. Sammelwagen steht da nicht. Ja, das ist mein Problem. Ich finde gerade keinen Ballensammelwagen. Die sind alle wie vom Erdboden verschwunden. Auf dem Hof. Bei den Hühnern. Ja. Ja, da. Got it. Dann ja, sieh zu, dass du rankommst. Hier liegen reichlich Ballen noch. Um zur 60 Kopfer würde ich jetzt fahren. Ja, unten zur 60. Ja, meine ich natürlich. Oben, unten, gehoppt, wie gesprungen. Hör mal. Aber 61 liegen die noch. Ich komme, bin auf dem Weg. Ja, also, wie sieht's aus? Feld 34 war es, ne? 32. War es nicht 32 mit dem Millet? 32. Sorry. Aber 34 war ja nichts drauf. Ja, es war die 32. Ich habe die falsche Zahl mir gemerkt. Die kann sogar noch eine Düngerstufe drauf bekommen. 32. Wo ist die 32 überhaupt? Nehmen wir 34, ja, bei der BGA links daneben. Ah, da. Passt bei der Brücke. Oder willst du die 35 Insel nehmen, wie Holger vorgeschlagen hat, mit Sonnenblumen? Da wissen wir, was wir haben. Aber die 32 ist nur Unkraut. Also wirklich bloß eine Düngestufe drauf und das ist maximal. Siehst du, dann nimm das doch. Okay, ja dann. 3, 2 uns. Ja, hat jetzt einer gekauft oder? Nein. Uwe, das Privileg, das ist gehört dir. Das Privileg gehört mir. Das Problem ist, ihr wisst schon, dass ich hier mit 70 gefühlt gerade. Du sollst gerade kaufen. War so spät. Ja, bist du JCB gefahren gerade so? Nee, Toledo ist JCB gefahren gerade so. Der hat wahrscheinlich gewartet, bis er mir vorbei ist und ist dann direkt links in die Seitenplanke. Nee. Oh yeah. Ich bin nirgendwo reingefahren. Ich bin gerade auf der Seitenplanke gelandet. Dann war's Money. Der ist mir oben bei gleich bei 60. Wenn ich die 59 hier fertig habe, dann fahr ich gleich auf die 32 düngen. Jo. Okay, perfekt, weil guck mal, dann haben wir jetzt noch 240.000. Wir kriegen noch ein paar Euro, kriegen wir noch von den Missionen zusammen. Vielleicht kriegen wir es nicht sofort in Kuhstall. Aber ja, und dann haben wir ein Ende des Jahres vielleicht, aber den kriegen wir schon noch zusammen. Ich wollte gerade sagen, dann haben wir aber immerhin noch mal eine neue Fläche, die wir jetzt ein bisschen beackern können, die wir dann ernten können, die wir dann grubbern, walzen, ansehen, spritzen etc. pp. Pass auf! Ich habe Michael getötet. Wir sollten als nächstes auch einen zweiten Drescher uns mal anschaffen, ne? Für die beginnende Erntesaison. Ja, da haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen gehabt, ob es nicht sinnig ist, den vielleicht erstmal zu mieten, ne? Ja, mieten ist besser. Ich bin sowieso vom Mieten, aber ich meine ja nur, nicht, dass wir das aus dem Auge verlieren und dann kein Geld haben. Ja, das stimmt, wobei ich tatsächlich nicht das fetteste Gerät mieten würde, weil dann haben wir auch da wieder ein bisschen Zeit, die wir einfach zur Ernte brauchen. Wir mieten uns einen Bison. Ja. Ach, den gibt's ja nicht mehr. Da brauchen wir den Bison-Mod. Das ist ja kein. Den Bison-Mod, den finde ich dir, Alter. Zur Not finde ich jemanden, der uns das aus dem LS19. Wir haben doch so einen schicken grünen Mähdrescher. Der ist doch im Mod-Hub drin. Uwe, nur damit du Hogi in den Bison sehen kannst. Ja, genau, damit ich Hogi im Bison sehen kann. Packen wir den Bison-Mod drauf. Wir haben so einen schönen Mähdrescher. Der Bison ist doch im Mod-Hub drin. Siehst du, das ist doch, meine ich, mit einer der ersten Mods, die von Giants veröffentlicht wurden. Ehrliche Antwort?
Weiß ich nicht mal. Habe ich nicht. Also sowas hat mich nicht interessiert, ob der Bison da ist oder nicht, muss ich ja gestehen, ne? Ah, passt das von der Zeit? Oh, easy, Alter. Geil. Zack. Was easy, easy, lemon squeezy. Welches Fahrzeug haben wir auf dem Hof mit Pflegebereifung? Meiner. Der John Deere steht in der Halle bei den. Steht in der Halle, gut. So. Ja, Mann, die haben wir aber schnell weg, ne? Also, ich glaube. Ja. Nee, du bist schon fast voll, ne? Ja. Ja, ich krieg jetzt ich bin voll. Ich krieg jetzt noch 7 Stück drauf. Das geht sich leider nicht aus. Ach nee, Entschuldigung, der Bison ist nicht veröffentlicht worden. Der New Holland ist drin, der TX32. Ja, dann nehmen wir den, auch das geht. Oh, Alter, Toledo, dein Lintrak hat, finde ich, ein bisschen zu kämpfen mit dem Ballenwagen. Du kannst mir einen größeren kaufen. Geht nicht, wir haben leider gerade für gefühlt 1 Million Euro einen Invest für den Kuhstall. Ja, du hast damals gesagt, wir fangen mit kleinen Geräten an, dass du so früh dann. Ey, Holger! Ich so früh. Ach komm jetzt. Dass du so früh auf den Marsch wolltest und wir jetzt eigentlich übertrieben große Geräte brauchen, das ist nicht meine Schuld. Ja, das stimmt. Ich habe auch schon mehr als einmal überlegt, ob man das nochmal retourniert, ne? Nee, jetzt ist zu spät. Jetzt sind wir hier, jetzt bleiben wir hier. Also, würde ich nicht sagen. Ich hätte erstmal auf. Ich bin da ganz bei Uwe gerade. Elm Creek erstmal noch weiter Geld gemacht und Geräte größer gemacht, bevor wir hier hingegangen wären. Ja, ich merke schon. Okay. Den Punkt nehme ich. Wer kratzt da? Nehme ich wer, gerne. Wer futtert denn den Jok? Ach nee, das ist Paul mit seinem Eisbecher, wa? Ich glaube schon, dass das noch der Paul ist, der weil, sein. Weil der Eisbecher, der halt auch so komisch. Das muss Paul aus der Blechbüchse sein. Ja, ja, das muss Paul aus der Blechbüchse sein, auf jeden Fall. Deswegen sagt er auch die ganze Zeit nichts. Ja. Ja. Da war sie wieder, die Blechbüchse. Bis dann, dass er die ganze Zeit gesagt habe. Vor allem, wenn er ein bisschen lauter spricht, dann halt das echt noch so. Hallo! Hallo, hallo, hört man dann immer. Hallo, Echo. Er könnte ja auf der Kirmes als Ansager anfangen. Mit ja, das stimmt. Dafür müsste er nur noch ein bisschen am Vokabular arbeiten, würde ich behaupten, ne? Oh, Paul sitzt nächstes Jahr auf dem Breakdancer. Nächste Runde rückwärts. Es geht los. Gewinne. Okay, der war nicht. Auf dem Breakdancer kannst du höchstens. Ist doch egal. Schmeiß doch einfach mal Gewinne in den Raum, dann kommen die Leute auch schon. Sagst ja, am aber, Ende der Runde halt, da waren nur alle so Nieten dabei. Das, was du auf dem Breakdancer gewinnen kannst, das ist nicht lecker. Ja, ja. Also, wenn sich keiner erleichtert hat, ist das jetzt so hart dunkel geworden. Nieten. Du weißt nach 20 Uhr was? Nee, die Zeit ist nicht hochgedreht, aber das wird auf einmal so schlagartig, so prüm, als hätte einer einen Lichtschalter ausgemacht. Ja, die Zeit läuft jetzt schon ein bisschen länger auf 10. Ja, ich wollte gerade sagen, seitdem ich auf dem Server bin, läuft die 10. Es kommt von Giants, das ist so ein. Meinst du, das kommt von Giants und nicht von Amar selber? Das hatten wir auf der Imkrieg auch schon, dass es zu einer gewissen Uhrzeit abends dann relativ zügig geht, weil dieser Wetterwechsel seasonsabhängig ist. Okay. Da habe ich tatsächlich auf allen Karten bemerkt, dass es irgendwann abends wie so ein Lichtschalter ist. Jetzt ist okay, jetzt wird es dämmerungsmäßig langsam wieder dunkel, aber irgendwann wechselt es einfach von Tag auf Dämmerung und das ist so ein relativ harter Switch. Aber das Schöne ist, dass es im Winter schneller dunkel wird als im Sommer. Da ja, genau. Liegt ein wenig aufgepasst. Ganz kurz, wo muss ich eigentlich mit meinen Ballen hin? Gärtnerei. Kannst du zum Hof fahren. Oder zum Hof. Gott sei Dank, da war ich auf dem Weg nämlich gerade irgendwie hin. Ich melde übrigens Verzug, Vollzug. 61 abgeschlossen. Ja, ist leer. Ist auch leer, ich komme mit den letzten Ballen hoch, ihr braucht nicht wiederkommen. Okay, das heißt, ich warte gleich am Hof, wenn Toledo die reingeschmissen hat, werden wir die Mission alle abschließen, nein, die wir noch.
Nee, bitte nicht die 48, die muss noch fertig gemacht werden. Ihr seid noch dabei, eine Ballenmission zu machen? Ja, wir haben nur einen Ballenwagen dafür. Ah, okay, aber jetzt... Das ist nicht so schlimm, die müssen nur zur BGA. Das ist ja zur Not auch nicht schlimm, weil der Ballenwagen ist ja ein Rundballenwagen. Und maximal fehlt dir dann der Schlepper. Ich weiß ja nicht, was ihr vorgeklemmt habt. Also, welchen er vorhat, macht der Stempel jetzt ein bisschen mehr, steht da oben. F drücken. Fernlicht. Ich habe schätzungsweise jetzt noch ein oder anderthalb Ballenwagen. Ich hab's gleich. Ich finde das Fernlicht gar nicht so geil, ne? Aber besser als die Teelichter, die du sonst drin hast. Und mit voller Arbeitsbeleuchtung geht das immer, finde ich. Nur nochmal für mich, kann ich jetzt alle Missionen abschließen und wir verlieren maximal den Wagen oder war das eine Kackidee? Maximal verwenden den Schlepper und von mir aus. Den Schlepper, ja. Ja, Moment. Ja, alles gut. Dann machen wir in der nächsten Folge. Das schaffen wir heute nicht mehr. Alles wird gut. Oh, da kommt ein Fastback an. Da kommt der Toledo schon. Perfekt. Gudi, ich würde sagen, während Toledo ablädt, andere Seite, Schatz. Erzählt's aber keinem. Er will nicht hören. Sind wir fertig für den Moment? Liebe Leute, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.